Weit weg von den Wolkenkratzern der Finanzmetropolen im schwäbischen Gammesfeld sitzt Deutschlands kleinste Bank. In einer ehemaligen Scheune ging Fritz Vogt jahrzehntelang seinen Geldgeschäften nach. Es ist eine Genossenschaftsbank, die Vogts Großvater 1890 gründete und die bis heute nach denselben alten Prinzipien geführt wird. Es gibt Sparbücher, Kredite, aber keine komplizierten Finanzprodukte mit sagenhaften Renditeversprechen. Ganz im Gegenteil, selbst das Geschäft mit traditionellen Aktien lehnt der Bankier Vogt entschieden ab. Schade, sagt Herr Lehmann. Guten Abend, Fritz Vogt. Schön, dass Sie bei uns sind. Sie sind jetzt über 40 Jahre Vorstandschef gewesen, der kleinsten Bank in Deutschland, seit Januar im Ruhestand. Aber Sie wissen, Sie gehen ja ständig ein und aus. Kann denn Ihre kleine Bank pleite gehen? In unserer Bank geht keine Angst um. Unsere Kunden fragen nicht, ob ihr Geld sicher ist. Das ist so selbstverständlich wie das Amen in der Kirche. Oh. Ich bin der Geschäftsführer einer Kreditgenossenschaft und das ist was völlig anderes als eine Bank. Wir unterliegen aber der Bankenaufsicht. Wir unterliegen der Bankaufsicht leider mit allen Nachteilen. Die Bankaufsicht, aber das ist ja das Phänomen, weshalb ich überhaupt, weshalb ich hier bin, dass wir die meistgefürchtetste, die unfähigste und die mächtigste Behörde in die Knie gezwungen haben. Und das ist die BaFin. Diese Bankaufsicht, die alles nicht gesehen hat, was jetzt in den letzten Jahren an Risiken war. Die Deutsche Bank in die Knie gezogen. Und hier setzt meine Kritik an. Ja. Mindestens in Deutschland, wo wir eine funktionierende und teuer bezahlte Bankaufsicht haben, hat die total versagt, aber nicht erst jetzt in der Krise, sondern schon immer. Welchen Crash in der Vergangenheit hat die BaFin verhindert? Wir nennen sie schlechthin die Leichenschau. Die Leichenschau? Die Leichenschau. Weil sie nur feststellt, wenn eine Bank schon tot ist, oder wenn es tot ist, dann kommt die BaFin und segnet es ab. Sie haben drei Produkte, wenn ich es richtig sehe. Das eine ist ein Dispo, 4,25%. Das andere ist ein Sparbuch, 3% kriegt der Kunde da. Und wenn er einen Kredit haben will, muss er 5,25% an Sie zahlen. Das ist es und mehr gibt es nicht. Und mehr gibt es nicht. Sparbuch mit 3%? Und das macht es nämlich. Verlustgeschäft. Das ist aber wenig. Ja, Verlustgeschäft. Herr Lehmann wollte ein bisschen provozieren und sagen, das ist kein Geschäft. Weil Sie halten also diese kleine Bank für nicht übertragenswert auf das große Bankgeschäft, obwohl es so simpel, einfach und sicher ist. Das mag da ja funktionieren, aber wenn ich als Kunde bei Ihnen nur 3% aufs Sparbuch kriege, sage ich, die Inflation liegt bei knapp 4, mache ich doch Verlust. Ich meine, treue Kunden haben Sie wahrscheinlich, ist ja lieb und nett, aber die verdienen bei Ihnen nichts, ne? Oder? Aber Sie verlieren auch nichts. Frau Meischler, entscheidend ist, erstmal finde ich Ihr Modell unheimlich sympathisch. Ich finde es toll, dass jemand in Deutschland den Mut hat, auf die ganzen spektakulären, riskanten Geschäfte zu verzichten. Der Bundesbankchef Weber hat nach dem ersten, mittlerweile, wie wir wissen, noch nicht richtig gefassten Versuch, die Hypo Real Estate zu retten, gesagt, wenn Sie es nicht gemacht hätten, wäre der gesamte Zahlungsverkehr in Europa zusammengebrochen. Was heißt das denn, wenn mein Bundesbankchef sagt, wenn wir diese Bank nicht retten, bricht der gesamte Zahlungsverkehr in Europa zusammen? Also ich schätze den Bundesbank. Der Geldautomat geht nicht mehr, es gibt keine Überweisungen mehr. Was meint er denn? Ich schätze den Bundesbankpräsidenten nicht, weil er vor allem verhindert, dass die Zinsen in Europa gesenkt werden. Aber in dem Punkt hat er verantwortungsvoll völlig recht. Er hat sich dann finanziert, was ein Todsünde ist, würde er nie machen, nämlich langfristige Verbindlichkeiten finanziert und kurzfristige Commercial Papers. Wenn die zusammenbricht, dann hätte es in der Tat den berühmten Domino-Effekt gegeben. Und deshalb kann ich nur sagen, und das heißt, erst am Ende der Geldautomat, also weil, meine, der Zusammenbruch des gesamten Zahlungsverkehrs, was meint er damit? Das würde ich gerne wissen. Ja, da meint er am Ende, dass in der Tat die Banken nicht mehr auszahlen können. Und wir können, da sage ich jetzt mal was Positives, auch die Europäische Zentralbank, es war völlig richtig. Und heute ist es wieder gemacht worden. Die Zentralbank schmeißt Milliarden, in der Zwischenzeit über 150 Milliarden. Und das muss sie tun. Wir geben die Liquidität, die aufgrund der Vertrauenskrise die Banken sich untereinander nicht mehr geben, die kommt von der EZB und das ist ausnahmsweise absolut richtig. Und ich sage Ihnen eins, der Finanzminister wäre gut beraten. Er würde uns endlich das Brett vom Kopf vornehmen. Wir bräuchten unbedingt 2011 einen ausgeglichenen Haushalt. Wir haben heute andere Probleme. Wir müssen die Konjunktur stabilisieren. Sie glauben das auch, weil sonst ist das nicht abzuwenden. Es geht nicht. Dass es auf die Wirtschaft übergreift, dass am Ende wir haben ja tolle Arbeitslosenzahlen, wir sind ja bei 3 Millionen, so gut waren wir 16 Jahre nicht mehr. Frau Maischberger, das kommt immer ein halbes Jahr mit Verzögerung. Ja. Ja, wir haben den Konjunktureinbruch, er fängt jetzt an zu bröckeln, die Daten sind
sind eindeutig. Und der Arbeitsmarkt ist immer, hängt immer ein halbes Jahr nach. Also ich habe die Befürchtung, dass der, Arbeitsmarkt dann auch richtig knallt, und zwar in das Bundestagswahl hinein. Das wird eine ungemütliche Situation. Herr Vogt, Ihr Großvater hat die Bank, die Sie jetzt lange geleitet haben, 1890 gegründet. Ja. Der Vater hat sie dann übernommen, und zwar mitten in der Weltwirtschaftskrise von 1929. Genau. Was für Erzählungen hat er Ihnen denn, oder was für ein Erbe hat er Ihnen gelassen als Lehre aus dieser Krise? Ja. Können Sie sich daran erinnern? Zwei Lehren. Die Weltwirtschaftskrise, und das ist meine große Angst, nicht die, dass unsere Produktion und unsere Konjunktur einbricht. Das macht mir erst zweitrangig Sorge, das liegt aber auch an meinem Standort. Wenn die Weltwirtschaftskrise wirklich uns droht, dann denke ich, hat vielleicht der Planet eine kurze Atempause. Was mir viel mehr Sorge macht, ist, was ich zum Beispiel heute früh in der Zeitung las. Jede vierte Art von Säugetieren stirbt aus. Und das finde ich ein ganz anderes Problem als über das, was wir uns hier unterhalten. Aber jetzt muss ich noch zurückgreifen. Ja. Es war vorhin die Rede. Sonst müssen wir eine andere Sendung machen. Müssen wir eine andere Sendung machen? Ja, das soll ist ich aufhören? Nein, das ist dann eine ökologische, und heute haben wir eine ökonomische Sendung. Völlig verdrängtes Thema. Das hängt aber zusammen. Glauben Sie doch nicht, dass die Welt, die Probleme, die der Planet hat, nichts mit dem Geld zu tun haben. Nämlich mit der Gier des Geldes. Mhm. Mit der unverschämten Gier, sich grenzenlos zu vermehren, über Luftgeld, das zerstört letztendlich den Planeten und zerstört uns selber. Und das müsste man wissen. Sie sind Sylvio Xell, Abschaffung der Zinsknechtschaft. Ich habe doch rausgehört. Aber Sie haben es gehört. Nein, ich bin nicht bei Sylvio Xell, sondern ich bin bei Friedrich Wilhelm Raiffeisen. Ja. Okay. Übrigens auch meinen Vornamen. Ich habe erlebt, von Kindesbeinen an, was der Raiffeisen für eine segensbringende Arbeit geleistet hat. Und die ist total vergessen und verraten, von unserer eigenen Organisation verraten. Und das macht mich unendlich wütend. Und hätte man den Raiffeisen, der hat nämlich, war ein Zeitgenosse von Karl Marx, das wissen wir alle. Und der Raiffeisen hat den einzig richtigen Weg begangen. Und der ist total abhanden gekommen, nämlich zwischen Kapitalismus und Kommunismus. Keines ist gut und einer ist so schlecht wie der andere. Der hat den Mittelweg gefunden und hat gesagt, wir müssen den Leuten zur Selbsthilfe helfen. Wir können nicht Finanzprodukte über sie stülpen und dann kauft, damit ihr möglichst hohe Gewinne habt. Die Gier, die man vielleicht Ihnen vorgeworfen hat vorhin, Frau Otto, die liegt nicht, dass Sie möglichst hohe Zinsen wollten. Die liegt nicht beim Anleger, sondern die Gier liegt in den Finanzkonzernen. Mhm. Und in unserer Gesellschaft, wenn ich Sie unterbrechen darf. Sie wollen den Kreis einfach größer ziehen. Ja, jetzt ziehen wir den Kreis größer. Sie wollen uns alle eingemeinden. Schon der Ausgangspunkt, was Sie sagen. Ja. Schauen Sie, die großen Finanzkonzerne auf der Welt, in Amerika, jetzt platzen sie, Gott sei Dank, auch um den Preis einer Weltwirtschaftskrise, muss ich sagen, Gott sei Dank, endlich kommt der Schwindel an den Tag. Mhm. Und darum bin ich nach wie vor bestätigt. Ich bekomme jetzt von meinen Freunden laufend gesagt, ja, das hast du doch schon vor 10 Jahren gesagt, was jetzt passiert. Mhm. Jetzt habe ich auf einmal recht. Das konnte nicht ausbleiben. Solche Finanzluftblasen, die müssen von Zeit zu Zeit platzen und ziehen dann die Wirtschaft mit in den Abgrund. Und jetzt kommt das ganz Gefährliche, vor was ich Angst habe. Mhm. Nicht, dass unser Geld auf den Banken kaputt geht. Ich habe die 48er Währungsreform voll bewusst erlebt, wo man mit seiner 40 Mark angefangen hat. Kein Geld wäre mal auf keinem Konto, war eine Mark. Haben wir überlebt. Das können wir alles überleben. Aber was die Weltwirtschaftskrise 1929 nach sich gezogen hat, das wissen wir alle. Sie haben Angst vor einem politischen Umbruch. Und das fürchte ich. Das fürchte ich. Dieser Strudel kann eine politische Krise auslösen, die wir noch überhaupt nicht im Griff haben. Herr Lambi wiegt den Kopf und glaubt es nicht. Entschuldigung, Frau Maischberger. Ich muss Sie jetzt deshalb unterbrechen. Nein, weil Sie haben den Gedanken, das war auch das, was Sie eigentlich sagen sollten, wollten und es auch getan haben. Ich muss es nur zur Diskussion ganz kurz stellen. Herr Lambi, die Stimmung an der Börse ist jetzt schlecht. Wird aus den Deutschen jetzt erst recht kein Börsenvolk mehr? Eine gute Frage. Ich hoffe, sie wird es wieder. Und wir hoffen, dass der Bahnbörsengang irgendwann kommt. Irgendwann oder in 2 Wochen? Also man hat uns bestätigt, dass er in 3 Wochen kommt. Ja. Ja.
Mahlzeit. Herr Vogt, Forderungen nach Regulierungen der Finanzmärkte, glauben Sie, dass das helfen wird, die Regulierung, ja oder nein? Helfen nicht.